Gott und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sonntagsbegegnung. Schön, dass wir wieder in so großem Kreis beisammen sind. Ich darf Sie auch ganz herzlich von unserem Schirmherrn Hans-Jochen Vogel gleich zu Beginn grüßen. Er wäre sehr gerne heute persönlich da gewesen, aber er ist erst gestern aus der Klinik entlassen worden und es geht einfach nicht. Aber er lässt seine Grüße. Lieber Herr Professor Kirchhoff, lieber Herr Bischof Professor Huber, und wir freuen uns vor allem sehr, dass Sie beide heute als Dialogpartner zu uns nach Marktschwaben gekommen sind. Der eine aus Heidelberg, eine Zwischenstation in Schliersee, der andere aus Berlin. Sie, lieber Herr Huber, sind Professor für systematische Theologie und Sozialethik. 1993 wurden Sie zum Bischof für Berlin-Brandenburg gewählt. Von 2003 bis 2009 waren Sie der Vorsitzende des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie waren lange Jahre auch Mitglied des Nationalen Ethikrats und haben sich immer wieder mit klaren, mit mutigen Worten zu oft strittigen Themen geäußert. Zur Embryonenforschung, zu einer Wirtschaftsethik, zu Grundfragen der Politik. Und auch das ist ein Farbtupfer, den Sie haben erst vor ein paar Wochen haben Sie sich in einem Gespräch mit der Zeitung Welt Gedanken zum Fußball gemacht, 11 Freunde oder 11 Ich-Abis, war da Ihr Stichwort. Aus der Nähe kennengelernt habe ich Sie im Münchner Literaturhaus. Herr Beck hat Sie mir vorgestellt, Ihr Verleger bei der Vorstellung des Buches Ethik, die Grundfragen unseres Lebens von der Geburt bis zum Tod. Danach sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und ganz schnell ist Ihr Ja für ein Mitwirken bei den Sonntagsbegegnungen entstanden. Und dafür, dass Sie heute Vormittag bereits einen Gottesdienst in der Philippuskirche gehalten haben, danken wir Ihnen ganz besonders. Noch einmal herzlich willkommen in Marktschwaben. Sie, lieber Herr Kirchhoff, sind Professor für öffentliches Recht und Steuerrecht. Von 1987 bis 1999 wirkten Sie als Richter am Bundesverfassungsgericht und vor allem aufgrund Ihrer Vorschläge, jedenfalls habe ich das so erlebt, aufgrund Ihrer Vorschläge für eine tiefe, wirkliche Reform und Vereinfachung des Steuerrechts gelten Sie als Vor-, auch als Querdenker. Aber über diese Themen hinaus haben Sie zu zahlreichen anderen Themen, Grundfragen der Familienpolitik, der Rentenpolitik mit klugen und immer beachteten Positionen Stellung bezogen. Meistens, was ich sehr zu schätzen, in einfachen und in verständlichen Worten. In einer Laudatio zu Ihrem 70. Geburtstag wurde treffend gesagt, wie wenige andere versteht er es, das Recht zur Sprache zu bringen. Das fand ich sehr schön formuliert. Seit 2013 sind Sie jetzt Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Persönlich kennengelernt habe ich Sie bei der Vorstellung des zweisprachigen türkisch-deutschen Dialoglexikons zu Grundbegriffen aus Islam und Christentum. Und auch Sie haben ohne langes Zögern Ja zu einem Mitwirken bei den Sonntagsbegegnungen gesagt. Wir danken Ihnen, dass Sie heute zusammen mit Ihrer Frau, freuen wir uns sehr, dass Sie dabei sind, bei uns sind. Herzlich willkommen an Sie beide. Ich lasse ja meistens immer hochkarätige Personen bei uns die Auszeichnungen weg, aber haben Sie mich doch gestern inspiriert, dass ich eines erwähne. Viele Auszeichnungen und Preise haben Sie beide erhalten. Nur eine erwähne ich, weil Sie sie beide bekommen haben, den Vordenkerpreis. 2009 wurde er Ihnen, Herr Huber, und 2011 Ihnen, Herr Kirchhoff, verliehen. Ja, jetzt freuen wir uns auf Ihr Zwiegespräch. Circa eine Dreiviertelstunde, Stunde. Die meisten kennen das schon. Und danach beziehen wir wie immer das Publikum ein. Spätestens um 12:30 wollen wir zu Ende sein. Gesetz. Billigkeit, Barmherzigkeit. Ich bitte Sie um die Pulte. Ja, ich darf mal den Anfang machen, Herr Winter, meine Damen und Herren. Ich freue mich, ein so anspruchsvolles Thema mit Ihnen behandeln zu dürfen. Es geht um die Frage, nach welchen Regeln ein gelingendes Leben in Gemeinschaft sich erreichen kann. Und eine größere Frage gibt es kaum. Und nach der Tradition unserer modernen Verfassungsstaaten ist die wichtige Ausgangsregel die, es herrscht das Gesetz und nicht der Mensch.
Es soll nicht der Mächtige in der Politik, der gut Bewaffnete, der wirtschaftlich Starke, seinen Willen durchsetzen, allein eine Entscheidung und Verbindlichkeit aus Willen nennen wir Willkür, Kür nach Wollen, das ist das höchste Unrecht, sondern es soll eine Regel geben, die in einer Demokratie die Menschen selbst, repräsentiert durch ihre Abgeordneten, sich gegeben haben. Und dieses Verfahren der Selbstgesetzgebung garantiert, so ist die ideale Idee der Demokratie, maßvolle und gleichmäßige Regeln. Und dieses Gesetz ist zunächst eine Garantie der Gleichheit. Jeder ist vor dem Gesetz gleich. Es gibt nicht Privilegien, sondern es gibt allgemeine Regeln, die in die Zukunft weisen, die gelten sollen 10 und 50 und 100 Jahre. Und der Abgeordnete von heute entscheidet das Rentensystem auch in 30 Jahren, ohne zu wissen, ob und wie er betroffen ist. Und diese Langfristigkeit, diese Allgemeinheit der Regeln garantiert dem Parlamentarismus ein Stück Unbefangenheit. Und dann natürlich materielle Gleichheit. Und das allgemeine Gesetz ist zugleich der Garant der Freiheit. Jeder kann lesen im Bundesgesetzblatt, in der Urkundlichkeit des Textes, was der Staat von ihm erwartet, was er darf und was er nicht darf. Und er weiß, wenn er diese Regeln im Gesetz beachtet, dann wird der Staat sein Verhalten nicht beanstanden. Und das ist das wichtigste Fundament unserer Freiheit. Wir wissen, jenseits des gesetzlichen Befehls sind wir autonom, autonomos, Selbstgesetzgebung, dann geben wir uns selbst die Regeln unseres Handelns und der Staat hält sich außen vor. Und dann ist das Gesetz natürlich ein Integrationselement. Es führt uns zusammen, wiederum idealtypisch, jeder kann durch Lektüre des Gesetzestextes die Vorstellungen entwickeln, die diese Gemeinschaft zusammenhält. Und da haben wir den historisch einmaligen Glücksfall des deutschen Grundgesetzes, wo unsere Väter und Mütter in tiefster Not, wir hatten den Krieg verloren, wir waren völkerrechtlich geächtet, wir trugen eine gewaltige Schuld, die Männer waren gefallen oder in Gefangenschaft, die Häuser und Fabriken zerstört. Und in dieser Situation entwickeln unsere Großeltern dieses hoffnungsvolle Zukunftskonzept einer Verfassung, die auf die Würde, die Gleichheit, die Freiheit der sozialen Demokratie baut. Das ist durchaus eine Errungenschaft, auf die wir setzen. Sie ist allerdings ein Ideal. Und deswegen, Herr Huber, darf ich Sie vielleicht fragen, Sie haben die Politik aus der Nähe beobachtet und gestaltet, Ethikkommission. Sie sind Wissenschaftler, der nach anderen Gesetzmäßigkeiten als die staatlich gesetzten fragt, die im Menschen angelegt sind, in der Natur. Sie sind Pfarrer und Bischof, begegnen den Menschen im Glück und im Unglück. Frage, ist diese Idee des Gesetzes auf dem Wege, sich zu realisieren, oder ist es eine schöne Idee, und die Wirklichkeit. Es ist nicht nur eine schöne Idee, sondern eine gute und wichtige Idee, die übrigens für Christen auch eine unmittelbare Evidenz hat, denn zentral zum christlichen Glauben gehört die Überzeugung von der gleichen Würde jedes Menschen ohne Ansehen der Person. Ohne Ansehen der Person ist genauso ein biblischer Ausdruck, wie es ein biblischer Ausdruck ist, dass alle Menschen zum Bild Gottes geschaffen sind, übrigens unabhängig davon, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Die Glaubensaussage, dass jeder Mensch zum Bild Gottes geschaffen ist, verpflichtet uns auch denen gegenüber, die selber
sich dessen gar nicht bewusst sind, gar nicht daran glauben, dass sie und andere zum Bild Gottes geschaffen sind. Die radikale Form, in der wir in unserer Tradition, in unserer Verfassungstradition, die Unantastbarkeit der Würde jedes Menschen bekennen, hängt damit zusammen, dass diese Unantastbarkeit nicht einfach von uns Menschen geschaffen ist. Die Unantastbarkeit der Würde ist nicht mein Verdienst. Und deswegen gilt auch, dass ich sie durch meine Fehler nicht verspielen kann. Es gibt viele Formen, Zugang zu haben zu dieser Überzeugung. Das muss man auch respektieren. Diese Überzeugung ist begründungsoffen. Aber Christen können demütig und selbstkritisch doch sagen, im Gottesbezug der Würde des Menschen ist diese Unantastbarkeit besonders radikal verankert. Und die Aussage, dass das Gesetz unabhängig von der Person, vom Ansehen der Person gelten soll, für alle gleich, und dass dem eine Rechtsprechung korrespondiert, die ohne Ansehen der Person und unbestechlich Recht spricht, sind zwei ganz besonders starke Ausdrucksformen für diese Grundidee. Diese Grundidee ist auf der anderen Seite niemals vollständig verwirklicht. Auch wenn wir dankbar stolz sind auf unsere Verfassung, nochmal sage ich demütig und selbstkritisch stolz, denn lang genug sind wir in sehr problematische Richtungen gelaufen. Auch wenn ich als ein Mensch, der sich viel in Südafrika bewegt, immer nur staune, jedes Mal, wenn ich dort bin, dass dort eine Verfassung zustande gekommen ist, 1994, die viel Vergleichbares hat mit unserer Verfassung. Trotzdem sage ich, am einen wie am anderen Ort ist die Gleichheit der Menschen, die gleiche Würde jeder menschlichen Person keineswegs erfüllt, sondern sie steht zugleich noch aus. Auch wenn das Gesetz herrscht und nicht der Mensch, muss man deswegen fragen, wer beherrscht das Gesetz? Was ist der kritische Maßstab des Gesetzes? Und zum Gesetz hat das erste Wort der Jurist, aber dem Theologen ist vielleicht erlaubt, hinzuzusagen, wenn wir das Gesetz als ein ständig verbesserungsbedürftiges und verbesserungsfähiges Instrument ansehen, dann müssen wir fragen, was ist eigentlich der Maßstab für dessen Veränderung? Und da weiß ich nur eine Antwort, und die Antwort heißt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist der Maßstab des Gesetzes. Damit habe ich mich allerdings gleich in einer große Schwierigkeit verwickelt, nämlich was ist Gerechtigkeit? Nachdem Herr Winter freundlicherweise schon gesagt hat, dass ich mich ab und zu mit dem Fußball beschäftige, werden Sie mein Erstaunen verstehen, als ich gestern Abend spät endlich dazu kam, die gestrige Zeitung zu lesen, stoße ich auf ein Interview im Sportteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es tut mir leid, es stand nicht in der Süddeutschen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dem Freiburger Trainer Christian Streich, SC Freiburg. Das Interview beginnt folgendermaßen. Sie wirken wie jemand, der ein ziemlich ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden hat. Würden Sie das unterschreiben? Antwort: Ich weiß nicht. Da komme ich so schnell in so eine Schublade. Ich würde sagen, ich habe mein individuelles Empfinden für gewisse Dinge. Sonst würde ich ja behaupten, ich weiß, was Gerechtigkeit ist. Aber das weiß ich gar nicht. Ich lege es nur für mich fest. Die Frage heißt also, legen wir alle für uns selber fest, was Gerechtigkeit ist? Oder können wir uns darüber verständigen? Ist der Weg, dass wir von der gleichen Würde jedes Menschen ausgehen, eine Hilfe dafür zu verstehen, was Gerechtigkeit ist? Ja, Gerechtigkeit heißt, dass wir alle den gleichen Zugang zur Freiheit haben im Rahmen des Gesetzes und dass das Gemeinwesen, die Gesellschaft, unser Staat dafür sorgen soll, dass dieser gleiche Zugang auch gewahrt wird. Nur, das ändert nichts daran, dass wir von unserer Freiheit einen höchst ungleichen Gebrauch machen und da auch unterschiedliche Ergebnisse herauskommen. Der eine setzt seine Energie, seine Talente, seine Begabungen, seine Einsatzbereitschaft ein, auch noch mit über 70, wie wir beide.
Und der andere sagt, es wird mir schon irgendwie alles in den Mund fliegen. Bisschen unterschiedlich werden die Lebensläufe sein, je nachdem, welche persönliche Einstellung man da hat. Aber nicht immer hängt es nur an der Einsatzbereitschaft des Einzelnen. Keiner von uns verfügt darüber, in welchem Land, unter welchen Bedingungen, als Kind welcher Eltern, mit welchen Bildungschancen er oder sie geboren ist. Da entstehen Ungleichheiten und wir müssen uns der Frage widmen, welche Ungleichheiten sind wir bereit zu akzeptieren, welche Ungleichheiten vertragen sich mit dem für alle geltenden Gesetz und welche Ungleichheiten können wir nicht akzeptieren und welche Korrekturen sind erforderlich, damit das Gesetz ein für alle geltendes Gesetz bleibt. Herr Kirchhoff, ich wüsste gerne, wie der Jurist darauf Da habe ich mir einen dicken Ball zugespielt, aber ich nehme ihn gerne auf. Die große Frage nach der Gerechtigkeit. Wir haben versucht 1949 bei den Vereinten Nationen in der Erfahrung des dramatischen Krieges die Welt zu einen in einen Katalog von Grundprinzipien Frieden, Freiheit, Soziales, die diese Welt in Gerechtigkeit und ohne Krieg zusammenhält. Und da war es gelungen, die Menschenrechtskonvention, die wir heute hier zu formulieren, aber unter der Voraussetzung, dass keiner fragt, warum. Also man wollte die Früchte ernten, aber nicht den Baum. Also da war eine Rechtsordnung, die kannte die Scharia, und das waren amerikanische und russische und deutsche Vorstellungen. Die konnten wir in den Voraussetzungen nicht zusammenbinden. Aber in den Ergebnissen mit gewissen überschaubaren Erfolgen. Wir haben es besser. Wir haben die ungeheuerliche Erfahrung des Krieges und aller ihrer Ursachen. Wir haben die Vorgabe, Präambel des deutschen Grundgesetzes, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Wir konnten anknüpfen an die Amerikaner, die erste moderne Verfassung 1776 in Pennsylvania. Die Würde und Freiheit ist dem Menschen von Gott gegeben und deswegen angeboten. Unsere Verfassung versucht das aufzunehmen in Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Normalerweise sind Rechte Sollensrechte, soll unantastbar sein, du sollst. Dort, sie ist. Das ist so, das hinterfragen wir nicht, das stellen wir überhaupt nicht in Frage. Und Artikel 79 Absatz 3 sagt, dieser Artikel 1 kann durch verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag und Bundesrat nicht geändert werden. Niemand kann sich auf diese Verfassung berufen, wenn er diese Prämisse nicht anerkennt. Aber natürlich wissen wir, und insofern bin ich ein Teil durchaus beim Fußballtrainer, wissen wir, dass die Gerechtigkeit ein Ziel ist, das wir nie ganz erreichen. Die Gerechtigkeit ist wie die Gesundheit. Wenn sie da ist, reden wir nicht drüber, selbstverständlich, danke. Wenn sie fehlt, bemühen wir uns und der Arzt wird den Menschen niemals, den Patienten entlassen, mit der Aussage, du bist jetzt für dein Leben gesund. Sondern er kann nur sagen, ich habe dir geholfen, dich der Gesundheit wieder beachtlich anzunehmen. Und genauso ist es mit dem Recht. Wir verwirklichen diese großen Ideale, die wir eben erwähnt haben, mit unzulänglichen Menschen. Und das sagt schon die Bibel. Und in den 12 Aposteln waren 2 Verräter. Und da wird nichts beschönigt. Einer, der Judas, der warf die 30 Silberlinge in den Tempel und weinte bitterlich und begann Suizid. Und der andere, der weinte auch bitterlich und hieß Petrus, und auf diesen fehlerhaften Menschen haben wir die Kirche gebaut. Also das Grundgesetz ist dort so sachlich, menschenkundig wie die Bibel. Wir haben große Ideale und müssen es mit fehlerhaften Menschen verwirklichen und deswegen gibt es immer wieder Fehler und deswegen haben wir ein System der Fehlerkorrektur, der Gewaltenteilung. Hier das allgemeine Gesetz, das das Parlament aus der Hand gegeben hat, wenn es im Gesetzblatt steht, da kann der Parlamentarier nichts mehr ändern.
Aber der Rechtsstaat bleibt sprechfähig über das Gesetz im Einzelfall. Er hat eine eigene Institution, die Rechtsprechung. Der Richter spricht im rechtlichen Gehör mit den Betroffenen am Maßstab des Gesetzes über seinen Fall und die Besonderheiten dieses Falls. Also das Kollektiv, allgemeine Regel und individuelle Gerechtigkeit. Und jetzt möchte ich doch, und das war wieder die Frage an Sie, den Versuch machen, in der Perspektive unserer Verfassung einmal anzudeuten, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Das erste ist, jeder achtet die Würde des anderen. Und der andere hat eine Würde, also er ist willkommen in dieser Rechtsgemeinschaft, weil er Mensch ist, nicht weil er Leistung erbracht hat, in seinem Dasein und seinem So-Sein, weil er Mensch ist. Zweitens, dieser Mensch hat Freiheit. Er ist selbstbestimmt. Und Selbstbestimmung heißt, ich kann mich vom anderen unterscheiden. Der eine arbeitet Tag und Nacht und wird reich an Geld. Und der andere philosophiert Tag und Nacht und wird reich an Gedanken. Wenn diese Menschen ihren Weg folgerichtig fortsetzen, sind sie immer verschieden. Also Freiheit bedeutet Verschiedenheit. Aber, das dritte Gerechtigkeitsideal, derjenige, der seine Freiheit ausübt und dabei andere betrifft, der Arbeitgeber, die Eltern, der Lehrer, der Polizist, der Professor, muss diese Freiheit in Verantwortlichkeit gegenüber der gleichen Freiheit und Würde des anderen ausüben. Und da kommt die Bindung der Gleichheit in die Freiheitsidee hinein. Das vierte Prinzip, wenn er dieses tut, muss er vor sich, nicht in der Individualität des Fußballtrainers, einen Maßstab entwickeln, der verallgemeinerungsfähig ist. Handle so, dass die Maximen deines Handelns jederzeit zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werden könnten. Ordinatum Kant. Man kann es auch einfach sagen, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem an. Die schöne Volksweisheit. Nicht? Sie kennen das Wort von Winkler. Volksweisheit sind wie Mückenstiche. Wenn die Mücke sticht, merkt man es nicht. Aber nachher, da gibt es. Und so ist das mit dem Recht auch. Wir müssen es verinnerlichen, darüber muss man sprechen. Und dann das letzte Prinzip. Über allem herrscht eine Kultur des Maßes. Jeder Mensch kann handeln, aber er hat keine Freiheit, sondern Freiheitsrechte. Und Rechte sind immer die Regelung der Beziehung unter Menschen. Der Robinson Crusoe auf der einsamen Insel braucht kein Recht. Der muss mir die Natur überhaupt sagen. Recht brauche ich nur, wenn ich einen anderen habe und sein kann. Freiheitsrechte meinen die Beziehung zum anderen und da herrscht eine Kultur des Maßes. Michelangelo wurde einmal gefragt, wie es ihm gelungen sei, aus diesem Marmor eine so wunderbare Skulptur des David herauszuhauen. Und seine Antwort war, ich habe nur das zu viel an Marmor weggenommen. Herr Huber, können Sie dieses zu viel definieren? Also, wenn man im Blick auf heutige Gerechtigkeitsprobleme mit dem zu viel anfiele, dann wäre die Gefahr ja unausweichlich, dass wir die Ungleichheit, die es in einer freien Gesellschaft gibt, von der Seite her angehen, wo wir irgendwie nur noch den Kopf schütteln, weil die Ausmaße uns nicht mehr nachvollziehbar sind. Also mit einem Managergehalt von 16 Millionen im Jahr kann ich gar nicht so leicht operieren. Gleichzeitig habe ich übrigens festgestellt, dass die Belegschaft von VW diesen Manager unbedingt behalten will. Auch interessant. Aber wenn eine Deutsche Bank 2,5 Milliarden Strafgebühr auf der Basis eines Deals bezahlt für die Manipulation des Libor und an dem Tag, an dem das bekannt wird, erfahren wir gleichzeitig, dass zu befürchten steht, dass der CO2-Emissionshandel manipuliert worden ist als nächstes, dann ist die Verführung, die Sache von dem Marmor, den man
tut her zu definieren, ganz übermächtig, nur dass es sich nicht um die Frage handelt. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir an solchen Stellen irgendwie mit dem Problem konfrontiert sind, dass Ideale und Wirklichkeit zu weit auseinanderklaffen. Über das Maß, das für den Einzelnen Nachvollziehbaren hinausgeht. Und deswegen heißt die Frage, gibt es eigentlich dafür ein Maß? Der amerikanische Rechtsphilosoph John Rawls, schrieb R-A-W-L-S, der hat eine der tollsten Gerechtigkeitstheorien des ganzen 20. Jahrhunderts geschrieben. Und er ist genau so vorgegangen, wie Herr Kirchhoff das gerade beschrieben hat, die Prinzipien der Gerechtigkeit darzustellen, die auf die gleiche Freiheit und die Verallgemeinerungsfähigkeit der persönlichen Maximen hinauslaufen. Und dann sagt er, ja, aber dabei kommen Unterschiede heraus. Welche Unterschiede muss denn der Einzelne mit Gründen akzeptieren? Und seine Antwort heißt, sobald derjenige, der am unteren Ende der Skala der Gesellschaft ist, noch nachvollziehen kann, dass die Vorteile desjenigen, der viel arbeitet und dafür auch viel verdient, auch zu seinem eigenen Vorteil sind, so lange kann er auch die Unterschiede als Gericht mit der Gerechtigkeit vereinbar akzeptieren. Wenn es darüber hinausgeht, dann nicht. Ich glaube, es ist nicht das Anheizen einer Neiddebatte, wenn ich sage, die Beispiele, die ich jetzt gerade gewählt habe, sind von der Art, dass sie diesem Kriterium von John Rawls nicht entsprechen. Ja, diejenigen, die in unserer Gesellschaft unter Arbeitslosigkeit, Existenz als Flüchtlinge, schwierigen Ausbildungsverhältnissen, nicht genügender Unterstützung und Ausstattung für die Sorge um ihre Kinder leiden, die können nicht nachvollziehen, dass es ihnen noch viel schlechter ginge, wenn die Spitzenmanager in dieser Gesellschaft weniger verdienen würden. Wäre für sie nicht erreichbar. Und trotzdem bin ich der Auffassung, dass ich diese Frage nicht von dem Wegschlagen her, also nicht von der Neiddebatte aus angehen will, sondern von der Frage, dass wir uns vorrangig darum kümmern, was Menschen nötig haben, die am Rande dieser Gesellschaft stehen, die von Armut bedroht sind, die Hunger in einer reichen Gesellschaft leiden. Die sagen, Kinder sind ein Armutsrisiko. Von denen her es anschauen. Und das heißt anders gewendet, ich bin davon überzeugt, dass um die Gerechtigkeit wirklich zu verstehen, wir den Blick der Barmherzigkeit brauchen. Es ist ja üblich, dass man Gerechtigkeit und Barmherzigkeit so auseinander nimmt und sagt, die Gerechtigkeit, die steht in sich selbst und das Gesetz sagt, wie sie umgesetzt wird. Und damit ein Wärmestrom in unsere Gesellschaft hineinkommt, tun wir dann noch oben was drauf. Das nennen wir dann Barmherzigkeit und das ist sozusagen das Sahnehäubchen der Gerechtigkeit. Und ich kenne viele, die so sprechen und sagen, ja, das ist schön und damit antworten wir auf die Barmherzigkeit Gottes und wir erinnern uns an den barmherzigen Samariter. Los! Für den, der unter die Räuber gefallen war, war die Barmherzigkeit des barmherzigen Samariters kein Sahnehäubchen, sondern lebensnotwendig. Aber er hat es nur getan, weil er den Blick der Barmherzigkeit hatte und übrigens auch entsprechend ausgestattet war, denn im Unterschied zu den beiden Religionsbeamten, die zu Fuß vorbeikamen, hatte er ein Lasttier und wusste, wie er den Mann aus der Situation befreien konnte. Also der Blick der Barmherzigkeit und geeignete Mittel kommen nun zusammen, wenn wir eine veränderte Perspektive auf die Fragen der Gerechtigkeit haben wollen. Und da muss man sagen, der Blick von unten hilft uns dabei, dass wir aufspüren, wo wir die großen Defizite in unserer Gesellschaft haben. Und viel stärker von daher als von der Frage, wohin driften die denn ab? Das ist auch wichtig, aber das soll der Gesetzgeber ordnen. Viel wichtiger ist, dass wir die Sensibilität für Menschen in Not nicht verlieren, sondern neu entwickeln. Und in dem Sinn heißt meine These, die Barmherzigkeit ist der Schlüssel dafür, dass wir für die Gerechtigkeitsprobleme unserer Gesellschaft sensibilisieren.
Also ich glaube, das ist die Frage, inwieweit wir den Menschen Freiheit gewähren können ohne innere Bindung. Viele sagen ja, Freiheit heißt Beliebigkeit. Im Rahmen der Gesetze kann ich tun und lassen, was ich will. Das ist sicherlich richtig, wenn Sie heute entscheiden, ob Sie heute Abend ein Glas Bier oder ein Glas Wein trinken wollen. Wenn jemand fragen würde, würden Sie sagen, kein Kommentar, frei. Punkt. Ja, immerhin Auto fahren. Ja. Ich wollte, mein nächster Satz wäre gewesen, wenn es einen anderen betrifft, ist Freiheit niemals Bindigkeit. Also wenn ich das Auto besteige und durch den gehabten wunderbaren Trunk einen anderen gefährde, ist das nicht mehr meine Sache, sondern Sache der Rechtsgemeinschaft. Und da können wir jetzt sagen, das machen wir immer mehr Regeln, wir sind auf dem Weg im Moment, in Deutschland, in Europa. Wir umzingeln den Freien mit immer mehr Vorschriften, bis er kaum noch atmen kann. Dann ist die Freiheit verloren, aber das, was Sie fordern, eine innere Bereitschaft zur Gemeinsamkeit, auch zur Selbstlosigkeit. Einer der Rechtfertigungen des Privateigentums ist die Fähigkeit zur Selbstlosigkeit. Und unsere schöne Verfassung, Artikel 14 sagt, Eigentum und Erbrecht werden gewährleistet, Absatz 1. Aber dann Absatz 2, Eigentum verpflichtet. Mein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Also ein Fenster zum Ethos, zur Moral. Und damit stelle ich jetzt mal die Frage der Institutionen. Also der Staat ist weltanschaulich neutral. Er darf nicht Partei nehmen für eine Religion oder auch eine Moralität. Er garantiert die äußere Ordnung und dann haben wir Frieden und dann hat er seinen Auftrag erfüllt. Wir merken im Moment, aus dem arabischen Frühling ist die Entstaatlichung der Religion geworden und so entsteht das Chaos. Und diejenigen, die sich retten konnten, kommen ans Mittelmeer und die, die sich nicht retten konnten, werden dort umgebracht. Wir werden eine Renaissance der Staatlichkeit, einer maßvollen Staatlichkeit organisieren müssen, weil das der Garant der äußeren Ordnung ist und damit das Elementarsoziale gewährleistet. Oder schauen Sie nach Europa. Wo wir mal gesagt haben, in Europa wird es keinen Krieg geben. Nicht? Und jetzt wissen wir, es ist anders. In dem Kriegsgebiet wissen wir nicht genau, wer wo herrscht. Und dann, jetzt komme ich auf Ihr Problem mit dem Wirtschaftsmarkt. Schauen wir auf Deutschland, wo diese Exzesse der Gewinnzuweisungen stattfinden. Ludwig Erhard hat, das passt ganz in Ihr Zitat, einmal gesagt, der Unternehmergewinn rechtfertigt sich daraus, dass der Unternehmer den Bedarf eines Menschen befriedigt hat. Der eine produziert ein Auto, verkauft es und der andere hat 30.000 Euro und kauft dafür das Auto. Und beide sind sich einig, der Tausch ist für beide von Vorteil. Und dann entsteht eine grandiose Freiheitsidee, der verbindliche Vertrag, weil die beiden das wollen. Und der Staat setzt es mit Hilfe seiner Gerichte und Gerichtsvollzieher durch. Das ist die Grundlage unseres Wirtschaftens. Aber was passiert beim Finanzmarkt? Beim Hochfrequenzhandel. Da ist ein Computer, der ist so sensibel, dass er jedes Angebot weltweit sofort erkennt. Etwas schneller als die anderen, weil er näher dran ist. Und dann gibt er auch ein Angebot, dann steigt der Preis. Dann storniert er sein Angebot und über die Differenz, das ist sein Gewinn. Da gibt es keinen Vertrag mehr. Da gibt es nicht zwei Menschen, die sich verständigen, sondern da gibt es einen Computer, dessen Staubsauger für Gewinne. Und so werden an der Börse mehr als 40% der Gewinne heute gemacht. Das hat mit Wirtschaftsfreiheit, Unternehmerverantwortung, Vertrag und Konsens nichts zu tun, mit Technik. Und alle wissen es und alle zucken mit den Achseln. Und dann kommen natürlich schlechthin ungerechtfertigte Gewinnzuweisungen zustande. Und dann sind wir alle verschuldet, hochverschuldet. Die Bundesrepublik Deutschland, der Musterknabe, darf nur 60% nach Europa, nach verbindlichem Europarecht, 60% der Verschuldung nach dem Bruttoinlandsprodukt und nach deutschem Grundgesetz ab nächstem Jahr keine Neuverschuldung. Wir haben 75% Verschuldung. Und im letzten Jahr, wo alle gestaunt haben, wie gut es uns ging, wirtschaftlich und damit auch steuerlich, hat man die Schulden erhöht. Also die Quote ist besser geworden. Weil das Bruttoinlandsprodukt noch schneller höher gegangen ist, dann wird die Relation ein bisschen besser, wir waren bei 80 und bei 75.
aber wir haben uns neu verschuldet. Und dann, ich nenne Ihnen nur eine Zahl, damit das Problem mal deutlich wird. Die Bundesrepublik Deutschland hat in der Zeit von 1950 bis 2008 sich insgesamt, D-Mark in Euro umgerechnet, in Höhe von 1,6 Billionen Euro verschuldet. Und die Zinszahlung im gleichen Zeitraum war 1,5 Billionen. Also Zinssumme fast identisch mit der Verschuldungssumme. Und wir tilgen nicht. Wir zahlen Zinsen, das Geld ist weg, die Schuld wird höher, die Zinsen wird höher, die Abhängigkeit vom Finanzmarkt wird größer. Die Bundesrepublik Deutschland ist dieses Jahr, 2015, 300 Milliarden Schulden verlängern. Der Vertrag läuft aus, wir brauchen einen neuen Vertrag. Der Bundeshaushalt ist 303 Milliarden, also wir müssen einen Bundeshaushalt verlängern. Und dann sagt der Bankier, das kostet 4%. Dann sind wir pleite. Dann sagt er, naja, ich kann es dir auch für 0% geben. Aber ein politischer Preis. Und plötzlich merken wir, dass sich die Souveränität vom Staat hin zum Finanzmarkt verschiebt. Und deswegen greifen unsere Gesetze nicht mehr. Wir müssen wieder eine Europaordnung, am besten, aber das ist zu kühn, eine Weltordnung haben. Nicht ein Weltenstaat, das wäre fürchterlich. Wenn Sie mit denen nicht klarkommen, können Sie in keinem Winkel der Welt mehr Asyl suchen. Aber eine Rechtsordnung, die die Giganten der Macht, die weltweit tätigen Finanz- und Wirtschaftsunternehmen in ihre Schranken. Das ist das ganz große Thema, über das wir sprechen. Die Justitia wird dargestellt mit verbundenen Augen, das ist die Unbefangenheit, ne? Mit der Waage, Wägen und Gewichten, aber auch mit dem Schwert. Wenn sie kein Schwert mehr hat, dann ist sie keine Justitia. Und in diesem Zusammenhang spielt die Barmherzigkeit eine doppelte Rolle. Einmal, wie Sie es gesagt haben, Herr Huber, als Hoffnung auf eine Grundbefindlichkeit jedes Menschen, indem er seine Freiheit und Verantwortung wahrnimmt. Er schaut auf den Schwächsten und bedenkt die Wirkungen seines Tuns nicht für sich und nicht für den Reichen oder dort, wo er Anerkennung sucht, sondern für den Schwächsten, den Wirkungen. Und das Zweite, das hat er jetzt Papst Franziskus mit besonderer Deutlichkeit in die Weltöffentlichkeit gesagt, wir brauchen dieses Kriterium der Barmherzigkeit als Korrektiv für die Gesetzesentwicklung. Die Gesetze erstarren, die Mächtigen bedienen sich der Gesetze, um ihre Herrschaft zu vermehren. Bequemlichkeit und Trägheit lehnt sich an die Gesetze. Und deswegen brauchen wir, gerade weil wir so eine festgeformte Gesetzesordnung haben, und wir sagen, diese Gesetzesordnung ist auf Erneuerung angelegt, im Prinzip der Freiheit, insbesondere des Wählers, und im Prinzip des Parlamentarismus. Wir wählen alle 4 Jahre ein neues Parlament, damit es bessere Gesetze macht. Das ist das Ideal der Demokratie. Also das Erneuerungssystem ist im System angelegt. Und da brauchen wir eine Grundsatzorientierung und das ist die Idee der Barmherzigkeit, jetzt auch als Maßstabsbildung für die Normen. Ich weiß nicht, ich meine, es passt zusammen, aber ich würde gerne mal von Ihnen hören, ob diese Individualsicht, Freiheitsbindung durch eine soziale Idee und die Kollektivsicht, Orientierung der Weiterentwicklung des Rechts an der großartigen Idee der Barmherzigkeit, ob das zusammenklingt. Die Gerechtigkeit ist ja sowohl eine Tugend der Einzelnen als auch eine Tugend der Institutionen. Und in beiden Fällen hat sie damit zu tun, dass die großartige Idee der Freiheit nur dann bewahrt werden kann, wenn sie in Verantwortung ausgeübt wird. Von daher muss man ethisch auch zugeben, dass auch die Freiheit mir selber gegenüber nicht bindungslos ist. Dass ich auch mit meinem eigenen Leben verantwortlich umgehen muss, unabhängig davon, wie weit der Staat mir in dieser Hinsicht Vorschriften machen darf. Denn sonst verstoße ich auch mir selbst gegenüber.
gegen das Gebot der Gerechtigkeit. Wie soll es denn sein, dass ich mich verpflichtet fühle, mein Eigentum so zu gebrauchen, dass es dem Wohl der Allgemeinheit dient und mir selber gegenüber es so, mich so verhalte, dass es nur meiner Selbstzerstörung dient? Dabei sage, mir kann ja niemand dazwischen fahren. Es gibt eine ethische Verantwortung, die über das gesetzlich zu Erwartende deutlich hinausgeht. Und die fängt nicht erst bei der Barmherzigkeit an, sondern sie fängt dort an, wo man den Gebrauch der eigenen Freiheit verantworten muss. Das ist der erste Gedanke, den ich dazu habe. Der zweite, wenn man das weiterverfolgt, was die Barmherzigkeit als Zielperspektive des Umgangs mit Gerechtigkeitsproblemen lehrt, dann stoßen wir auf einen ganz anderen Zugang zur Gerechtigkeit, der nicht so sehr fragt, welches Ideal von Gerechtigkeit habe ich eigentlich? Wie sieht das vollkommene Gemeinwesen aus, in dem vollständige Gerechtigkeit herrscht? Christen sind davon überzeugt, das ist sowieso das Reich Gottes und nicht das Resultat menschlichen Handelns. Das Resultat menschlichen Handelns sind immer nur relative Verbesserungen zum verglichen mit dem Zustand vorher. Und dabei sind wir inzwischen so ernüchtert, dass wir nicht an einen allgemeinen Fortschritt glauben. Es gibt keineswegs immer nur Verbesserungen zu etwas Besserem, sondern gleichzeitig schleichen sich Sachen ein, die dann unter Umständen Dimensionen haben, wie der Finanzmarkt mit seiner großen Geldverbrennungsmaschine, die als Geldvermehrungsmaschine getarnt ist. Und wenn man den anderen Zugang dazu hat, nach relativen Verbesserungen zu schauen, dann entwickelt man einen Gedanken, den ich als Befähigungsgerechtigkeit bezeichne. Er hat es damit zu tun, da haben wir einen Menschen, dem hat Gott Gaben anvertraut. Mit den Gaben sind übrigens auch Defizite verbunden. Und er tritt mir entgegen mit seinem Anspruch, dass er dazu befähigt wird, aus seinem Leben selbst etwas zu machen. Und ich als einer, der mit ihm zu tun hat, eine Gesellschaft, die mit ihm zu tun hat, ein Staat der Bildungsverantwortung, hat nur die Aufgabe, ihm die Chance zu geben, seine Begabungen zu entwickeln, fähig zu werden, selber etwas zur Gesellschaft beizutragen. Dann ist Beteiligungsgerechtigkeit der nächste Schritt. Die Gesellschaft so zu organisieren, dass Menschen, die zu etwas befähigt worden sind, auch die Chance haben, das einzusetzen, was sie gelernt haben und weiter lernen möchten. Das ist ein anderer Zugang zur Gerechtigkeit als den wir normalerweise haben. Der sieht so aus, dass die Gerechtigkeit aus zweierlei besteht, nämlich einerseits Verträge zu organisieren, in denen Menschen angeblich oder wirklich freiwillig ein Geschäft eingehen, das zum wechselseitigen Vorteil ist. Das ist das eine. Und das andere, da gibt es den mächtigen Staat und der verteilt hierhin und dorthin. Also die Tauschgerechtigkeit plus Verteilungsstaat. Das ist doch eigentlich unsere Vorstellung von Gerechtigkeit. Und der Zugang, den ich jetzt vorschlage, den ich natürlich nicht selber erfunden habe, der eine große Rolle spielt in der neueren Diskussion, der geht anders dran und der hat wieder so eine mich sehr beeindruckende säkulare Form eines christlichen Gedankens. Ja, das ist der Gedanke von den anvertrauten Talenten. Ja, der Mensch, dem sein Leben geschenkt ist, mit anvertrauten Talenten, die zu entwickeln eine große Gemeinschaftsaufgabe ist. Und deswegen ist für mich ein Kriterium, ob ich ein Gemeinwesen einigermaßen gerecht bin, ob eigentlich diesen Aufgaben der Befähigungsgerechtigkeit und der Beteiligungsgerechtigkeit genügend Raum gegeben wird. Und um konkret zu sagen, was ich damit meine, nehme ich nur ein Beispiel aus meiner Erfahrung als Bischof. In Berlin sind in den 90er Jahren nicht nur sehr viele Bürgerkriegsflüchtlinge vom Balkan angekommen, über die ich auch viel erzählen könnte, mache ich jetzt nicht, sondern es sind schon damals unbegleitete Jugendliche angekommen. Die landeten in Berlin und die Devise hieß wie bei den Bürgerkriegsflüchtlingen, die sollen so schnell wie möglich zurück. Und damit sie so schnell wie möglich zurückgehen, hindert man sie daran, in der Zeit, in der sie bei uns sind, etwas zu lernen und etwas zu arbeiten.
Man benutzt die Zeit, 90er Jahre, heute ist es etwas anders, man benutzt die Zeit, die Sie hier sind, um Ihnen das Lernen und das Arbeiten abzugewöhnen. Die Idee dabei war, es Ihnen hier so unattraktiv wie möglich zu machen. Mit der Meinung, dann werden Sie so schnell wie möglich gehen. In Wahrheit erzog man Sie damit zur Passivität, zur Lethargie. Ich habe mich dann mit einer Gruppe von solchen Leuten regelmäßig getroffen, mir ihr Schicksal erzählen lassen, überlegt, was ich für sie tun kann, und die gucken mich mit großen Augen an und sagen, können Sie sich eigentlich vorstellen, was es für uns bedeutet, so Tag für Tag zu verbringen und uns davon abzuhalten, von morgens bis abends in einer Bushaltestelle zu sitzen und Bier zu trinken. Wissen Sie, welche Anstrengung es bedeutet, so viel Haltung zu bewahren unter solchen Umständen? Und da habe ich gelernt, welche Gerechtigkeit ein Staat jungen Menschen verweigert, weil er das Ziel hat, sie loszuwerden, ihnen verweigert, was sie in dieser Phase ihres Lebens so dringend brauchen wie das tägliche Brot. Nämlich die Chance, ihre Gaben zu entwickeln und ihre Kräfte einzubringen. Die Erfahrung, gebraucht zu werden. Und das, also diese unbegleiteten Jugendlichen sind für mich immer zu einem Sinnbild dessen geworden, was ich eigentlich erwarte von einem Gemeinwesen, das sich an der Gerechtigkeit orientiert. Jetzt nicht als Ideal, sondern als schrittweisen Prozess. Und wenn Sie jetzt dieses eine Beispiel nehmen und in die eigene Umgebung schauen, dann sehen Sie sofort, in dem Moment, in dem Sie Gerechtigkeit unter dieser Perspektive, Befähigungsgerechtigkeit, Beteiligungsgerechtigkeit anschauen, dann wissen Sie auch, wo die großen Aufgaben liegen, auch in Europa. Jugendarbeitslosigkeit in der südlichen Region Europas. Übrigens ein Thema, bei dem man auch publizistisch Sachen so darstellen kann, dass sie dann ohnehin unlösbar werden. Da kann man es gleich bleiben lassen. Im Blick auf die Länder wie Spanien und andere Länder wird in der Presse jedes Mal behauptet, die Hälfte der Jugendlichen sei arbeitslos. Wenn man das hört, kann man ja nur sagen, gib's auf, was willst du denn machen? In Wahrheit ist es die Hälfte derjenigen Jugendlichen, die nicht in Arbeit, Training, Ausbildung sind. Das heißt, es ist ein ganz anderes Bild. Es ist eine lösbare Aufgabe. Sie ist groß. Ja, es entspricht in Deutschland einer Quote von 6,3% Jugendlichen, die wir in einer solchen Situation haben. Das sind dort 50%. Aber eine ganz starke Priorität auf solchen Aufgaben. Bildung in diesem elementaren Sinn. Überbrückung der kritischen Phase in der Biografie von Jugendlichen auf dem Weg von der Schule zum Beruf. Das ist für mich ein exemplarischer Fall für das, was ich unter Befähigungsgerechtigkeit und Beteiligungsgerechtigkeit verstehe. Ich würde diesen Gedanken Befähigungsgerechtigkeit gerne aufnehmen, weil ich mich als Richter sehr intensiv damit befasst habe. Ich war 6 Jahre Mitglied der Asylkammer. Und wir haben ja in Deutschland als einziges Land unter 200 Staaten eine Regel, dass der politisch Verfolgte, wenn er unser Gebiet erreicht, einen Rechtsanspruch auf Bleiben hat. Und politisch verfolgt heißt, es wird jemand von staatlichen oder staatsähnlichen Stellen bedrängt wegen persönlichkeitsbestimmender Merkmale, die er nicht ändern kann. Also wegen seiner Hautfarbe, seiner Rasse, seiner Religion, seiner sexuellen Veranlagung. Das ist politische Verfolgung. Und jetzt kommen Menschen, die sind geflohen wegen einer Naturkatastrophe, wegen einer Überschwemmung, weil sie sonst verhungern. Juristisch ist das kein Problem, dass die nicht politisch verfolgt sind. Dass also unser Asylrecht ihnen von Verfassungs wegen diesen Anspruch nicht gibt. Aber der Würdegedanke, der verbietet, diese Menschen zurückzuschicken. Normalerweise werden die immer in ihr Herkunftsland geschickt. Und da werden sie dann entweder verhungern oder sie werden neu verfolgt. Das ist das Dilemma,
dass wir dann versucht haben, in den Vereinbarungen mit der Genfer Flüchtlingskonvention so zu lösen, wir sind noch nicht am Ziel, aber es geht voran, das sind ja unglaublich zähe Prozesse, weil alle erstmal sagen, Florians Prinzip, der andere Staat soll aufnehmen, ist ein menschliches Problem, aber bitte nicht bei mir. Und dann soll die Regel sein, jeder, der flieht, also der seine bisherige Existenz total aufgibt, egal warum, soll nach der Flucht eine Zuflucht haben unter den 200 Staaten dieser Welt. Und der Verteilungsschlüssel ist so, dass man diese Menschen möglichst dorthin schickt, wo die klimatischen Verhältnisse, die Ernährungsverhältnisse, die Sprache, die Religion und so weiter ähnlich ist. Das ist das Humanste und Soziale. Auf dem Weg sind wir. Und dann gehört auch dazu, sobald die kommen, beschäftigen. Das kann nicht gleich eine Erwerbsbeschäftigung sein, aber beschäftigen. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Da komme ich noch ein Wort zur Arbeitslosigkeit. Ich habe mich jetzt sehr intensiv mit der aktuellen Finanzkrise auseinandersetzen müssen, unter anderem mit Griechenland. Und die griechische Regierung ist erstens ungeschickt, zweitens dreist und drittens begründet sie Ansprüche ohne Anspruchsgrundlage historisieren, das weisen wir alles zurück. Aber ich weiß von einem Kollegen, der in Athen Staatsrecht lehrt und gut lehrt, dass 50% seiner Absolventen, also die hochqualifizierten Juristen, niemals einen juristischen Beruf ausüben werden. Weil keine Arbeit da ist. Ja, die werden nicht nach Hause gehen und weinen und schaden mein Schicksal, sondern die wollen ihr Schicksal wenden. Und so organisiert man Revolution. Robespierre war ein arbeitsloser Rechtsanwalt. Und wenn wir jetzt diesem griechischen Staat einen Kredit geben und wir alle wissen, er muss diesen Kredit zu 100% weitergeben an den Finanzamt, weil er dort Schulden hat. Also seine Staatsschuld erhöht sich, ohne dass er einen Euro hat, um Straßen, Kitas oder Universitäten oder Krankenhäuser zu bauen. Dann ist das, was in die Lethargie führt. Das ist die Ausweglosigkeit. Wir geben dieser Demokratie keine Chance. Und dann entsinnen wir uns an das große Ursprungsideal Europas bei Prometheus. Prometheus, so die Sage, traf auf die Menschen, die ihre Zukunft voraussehen konnten. Und weil sie die Zukunft voraussehen konnten, wussten sie auch den Zeitpunkt ihres Todes. Und weil sie den kannten, waren sie lethargisch. Sie lagen in der Sonne, es gab kein Familienleben, Wirtschaftsleben erstarb, Ehe und Familie fanden nicht statt. Und da dauerten diese Menschen den Prometheus. Und er nahm ihnen die Fähigkeit, die Zukunft vorauszusehen und gab ihnen stattdessen die Hoffnung. Ich glaube, schöner kann man das Uranliegen des Humanum nicht beschreiben. Nicht jeder Mensch, oder Gerhard Hauptmann, jeder Mensch hat alte Sehnsucht. Eine Sehnsucht, aber die sich erfüllen kann, die sich nicht unbedingt erfüllen wird, aber die sich erfüllen kann. Wenn wir diese Grundeinstellung den Menschen nehmen, dann wird es ihnen. Und ich glaube, auch dieses Hoffnungsprinzip, das Sie angesprochen haben, ist ein fundamentaler Kerninhalt dessen, was wir Barmherzigkeit nennen. Eine Barmherzigkeit, die das Recht ständig lockert und die uns, die freien Menschen, ständig heilsam beruhigt. Habe ich noch eine Frage dazu stellen? Also wir haben ja dieses Flüchtlingsproblem jetzt so intensiv besprochen am Schluss. Das erreicht ja nun endlich auf eine neue Weise die europäische Ebene. Ja. Und jetzt kommt zum Schwur, ob das eigentlich ein Gerechtigkeitsproblem oder ein Solidaritätsproblem ist. Die mittelosteuropäischen Staaten sagen, ja, da muss was gemacht werden, das geschieht durch Solidarität aus Freiwilligkeit und jeder Staat nimmt so viele, wie er meint, sich zutrauen zu können, ein Gerechtigkeitsproblem, das weisen wir ab, dass dabei Gerechtigkeit eine Rolle spielen soll. Meine Überzeugung heißt, Barmherzigkeit muss sich dann auch wieder in Gerechtigkeit und Recht transformieren und wir brauchen, wenn wir Europa sein wollen, übrigens gerade dann, wenn Europa nicht nur eine Wirtschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft sein soll,
dann brauchen wir auch verbindliche Verabredungen darüber, in welchem Maße und auf welche Weise wir Solidaritätspflichten wahrnehmen. Also die Barmherzigkeit, das ist wieder, warum ich so gegen das Sahnehäubchen bin. Die Barmherzigkeit muss sich dann auch wirklich immer wieder in Rechtspflichten transformieren. Oder ist es zu viel? Nein, sie wächst in das Recht hinein, Genfer Flüchtlingskonvention. Ne? Es sind nicht alle Staaten beigetreten, natürlich. Schon gar nicht die Verfolgungsstaaten, das erwarten wir auch nicht. Aber es sollen, sagen wir mal, die Industriestaaten, die wir derzeit mit 101 und 200 Staaten definieren. Wenn diese alle dieser Genfer Flüchtlingskonvention beitreten, da steht drin, wenn Flucht, also Aufgabe der eigenen Existenz, alles verlassen, was wir haben, dann Zuflucht. Und dann ein Verteilungssystem über die Staaten hinweg. Aber jeder hat einen Anspruch kurzfristig auf Zuflucht und dann auf erstens Betreuung nach den Maßstäben des Empfängerstaates, nicht des Herkunftsstaates. Und zweitens hineinwachsen in die Gesellschaft mit Kultur, mit Begegnung, mit Arbeit. Also dass die Flüchtlingskonvention mit der ILO vernetzt, auch mit Arbeit. Nicht, dass wir einen Arbeitsplatz garantieren, aber dass wir den Zugang zur Arbeit nach den Bedingungen des jeweiligen Staates für diejenigen, die dann dazugehören und die wissen, hier werde ich mein Leben verbringen und hier werde ich beerdigt werden, dass die mit einbezogen sind. Also wir sind gerade an der Schwelle von Moral zum Recht. Oder von Ethos, nicht Moral, von Ethos zum Recht. Ja, erstmal danke für das Zwiegespräch. War spannend. Fast alle wissen, weil ich es Ihnen bei der Anmeldung ja geschrieben habe, dass wir heute, auf den Gerni Einzelt heute, für zwei gute Zwecke sammeln wollen. Wir lassen jetzt die Körbchen dazu durchgehen, jede Hälfte eins. Einmal Familie Kirchhoff, ein Projekt, eine Stiftung, die alleinerziehenden Studentinnen und ihren Kindern hilft. Einmal das Projekt Känguru, sie und ihre Frau, darüber kümmern sich in Berlin auch um Familien, die in Not sind. Die werden das hinterher sagen, besser, würde ich auch keinen nach Hause gehen. Ich habe zur Größenordnung in meine Mails was geschrieben, sind Sie großzügig, geht jeder Hälfte jetzt ein Körbchen. Ja.